Mahlzeit, Freunde. So, ja, richtig schön laut, ne? Scheiße. Die letzten zwei Folgen waren irgendwie richtig verschissen von meiner Stimme. Ich habe mir gedacht, scheiß drauf, trotzdem hochladen. Konnte man wenigstens sehen, was da abging. Ne? Wieso? Wir sind hier in dem Camp. Und wir haben eine neue Mission dazu gekriegt, sehe ich gerade. Ich gucke mir das Ganze mal kurz an. Was ist hier unten? Was ist hier unten? Ein Brief. Ein Brief ist für mich angekommen. Alles klar. Storytechnisch sind wir schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Unser Camp ist noch nicht so wirklich gut ausgerüstet. Das heißt, die nächsten Folgen werde ich mich ein bisschen verstärkt darum kümmern, hier das Camp auf Vordermann zu bringen. Das heißt, wir brauchen Cash, 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 Cash. Ne? So, was geht hier ab, Mann? Wir brauchen jetzt erstmal die Unterkunft hier. Nächste Seite. Mikrofon ist im Weg. Dankeschön. Bisschen nach da. So. Jetzt. Durch Dutchs Unterkunft wurde verbessert. Andere Bandenmitglieder wurden dazu inspiriert, jetzt selbst mehr Beiträge zu leisten. Ist doch schön. So, jetzt haben wir noch 26 Tacken. Wo ist das? Waffen und Munition. So, da brauchen wir einmal der nächste bitte. Arthur will eine Karte für die bessere Planung von Reisen. Ich esse erstmal noch was. Ist das Essen überhaupt fertig? Kann ich mir da einen Sip von nehmen oder was ist hier los? Nehmen. Schüssel, Eintopf. Was ist das denn da für ein Symbol mit dem C? Wenn du dir eine Schüssel Eintopf nimmst, wird du ein paar Tage warten müssen, bevor du die nächste bekommst. Das ist schön. Na, dann zieh dir das Ding mal rein, Keule. R2. Schön reingeknallt. Schön reingeknallt. Einfach hingeworfen. Perfekt. Was ist das hier für ein Dude? Charles, auf die Jagd gehen. Lass mal What you machen. preparing for? The greatest of gifts. An unguarded stagecoach. No, you simple-minded fool. Bison. Bison? Bison. From which you can get anything. Bison, so Some over wie on the plains, I believe. Mangiare. Ich habe auch schon Still voll a couple Hunger. of long way off. Oh. You look. You want to come with me? I'll show you how we hunt one. Katze hat auch Hunger, hä? Sure. Why not? Alles klar, wir gehen mal mit, ne? Wir Not gehen okay. mal Let's go. mit. Tennessee Walker übrigens immer noch im Stall. Wie wir rausgefunden haben. Keine Ahnung, ob ich es schon gezählt habe. Bestimmt. Ja, moin. Sunny. Nach dieser Folge gibt es Essen für dich und für mich. Alles klar, Friends. Kleinen Cut. Bis zur nächsten Stelle. Ich weiß nicht. 15 Pfeile. Keine Ahnung. We should only kill one of them. Maximale Verbundenheit je. Bring den and you see if you can bring one down. Okay? Clean as you can. Okay. Ja, mit was? Mit Pfeil? Komm schon, den kriegen wir. Und runter. Heute den erlegten Bison. Alles klar, ich habe ihn doch mit Pfeilen fertig gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, was das für eine Haut ist. Nimm auch die Hörner. Ja, die Szene haben wir ja schon mal gesehen. Ich frage mich jetzt tatsächlich, ob das diesmal eine perfekte Haut ist oder nicht. Weil letztes Mal war die ja total schlecht. Letztes Mal habe ich aber auch mit dem Repetiergewehr, war das, glaube ich, drauf geschossen. Ja, mit der Flinte wäre, glaube ich, ganz schlecht. Na, jetzt sind wir aber ein bisschen dünner hier, ne? Auch schlecht. So, verstauen. Wir springen auf. Scavengers? Dann bin ich auch gespannt. Okay, dann reiten wir mal einfach mit, ne? Stecken den Bogen kurz weg. Er hat hier auch eine richtig dicke Flinte. Vielleicht ist sowas besser geeignet für einen Bison. Vielleicht sollte man mit dem Bison einfach so abrechnen, dass wir ihm einfach mal gezielt in die Fresse schießen mit dem Gewehr. Wenn er da natürlich, oder mit dem Pfeil, wenn er da natürlich vorreitet, ist schlecht. Oh, look. Bison. Shot and left for dead, it looks like. Oh. Was haben wir denn da oben? Wehrlose Opfer. Warte mal. Ein bisschen nach oben, ein bisschen nach rechts. Komm schon.
One is enough. Aber! Ja, komm, egal, komm, bevor wir die Scheiße hier untersuchen. Ja, komm, dann, egal, ich will mich hier ablenken lassen von einer besseren Haut, scheißegal, komm, wir haben die Haut, egal, bla 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 bla. Wir reiten jetzt hier mit Kollege Schnürschuh mit seinem Pferd, das viel schöner aussieht als meins. Ich muss meinem unbedingt mal diese komischen, geflochtenen Haare wegmachen. Oder ich muss mir mal ein neues Pferd holen. Irgendwie. Weil, wie euch aufgefallen ist, ist mein Pferd kleiner als das Pferd von den anderen. Look, another dead bison. On the hill to the right. Come on. Okay, wir suchen jetzt hier quasi, untersuchen quasi hier tote Bison. Cadavers. This one looks fresher. There's a camp there. I'm gonna take a look. Wo ist das Camp? Links? Steck mal weg. Kautabak. Habe ich sowas in meinem Inventar eigentlich? Kautabak, where is it? That I... Ja. So, Kautabak aufgefüllt. Dann können wir den hier auch mitnehmen. Wenn er das Dead Eye nämlich auffüllt, ne, ist das wichtig. Untersuchen Lagerfeuer. Ne, noch nicht, außer ein Fisch. Steig auf dein Pferd. Schau, mein Pferd. Mein Pferd ist unglaublich. Yeah. So what do you want to do? They could still be in the area. Let's get up higher. See if we spot anything. Okay. Higher. Folge Charles. Ja, was geht, Charles? Dann reite doch mal vor, ey. Blitzbirne. This way. We should have a good view from up here. Da kommen drei Reiter. Moin. Nein, was soll ich sehen? Soll ich mal mein Fernglas rausholen? To the north. Folge Charles. Dann kann ich auch wieder meinen Bogen nehmen. Ja, Charles, was ist denn? Wolltest du mal langsam, ne? Rauch im Norden, ja, da oben oder was? Oh, hier kann ich gerade 15 Sekunden. Ja, das wird natürlich schwer. Killing for fun. Think we can talk? I don't kill for fun. I kill when I need to. Hm. Stein konnten wir nicht mitnehmen. Vielleicht ist das jetzt hier nicht die beste Art und Weise, diese Challenge zu machen. Look, more dead bison. It has to be that. Come on, wait up. Warum war das Bison denn kein Hindernis? Ich verstehe es nicht. Nur weil er tot ist, wird er nicht wahrgenommen oder was? Also, das ist ja fast schon diskriminierend, ey. Was ist? Ich kehr zu Charles zurück. Hä? Aber ich bin doch bei Charles. What's your problem? I said. Did you fools shoot those bison? Calm down, you black or red bastard, whatever the fuck you are. Did you shoot them? Yes, we did. We shot them bison, we'll shoot you too if you don't get... What business is it of yours? What? We... It's that business of mine! Good God, you're crazy! Look, I got a family. Don't shoot me. Stand back, Charles. I'll get you some Wilderer befragen. What the hell are you doing? Ich hau dir einen auf die Mütze. Einmal, zweimal. I don't know what you're talking about. Wie er aussieht. Dreimal, viermal, fünfmal. Oh, okay. We were paid to kill as many as we could. And make it look like it was Indians. Just kill him, Arthur. Mhm. Wir erwürgen ihn erstmal direkt. So, kann ich ihn jetzt wenigstens plündern? Jawohl. Er reitet zurück, oder was? Angebrochene Wange. Okay, wir sehen uns später mit ihm. Das heißt, plündere das Lager der Wilderer. Oh, hier können wir auch noch was mitnehmen. Nein, ich heb den Kollegen natürlich auf. Gut, dann lege ich ihn direkt an der...
verdammt nochmal, direkt an der Seite hier. Was ist denn mit den Pferden von den anderen Dudes da hinten? Die würde ich mir echt gern schnappen. Zumindest eins davon, wenn es das besser ist als mein Kollege hier. Wobei der mir ja natürlich auch noch folgen würde, glaube ich. Aufheben. Nee, sein Hut sieht nicht so schön aus wie meiner. Hier vorne liegt, glaube ich, noch was drauf. Gewehrmunition. Waffenöl. Sonst noch irgendwas? Am Feuer kochen, plündern. Plündern die Dose, oder was? Pferdeerwecker. Geil, das ist schon mal gut. Dose schließen brauche ich nicht. Das Camp ist geplündert, denke ich. Was stand hier gerade noch von wegen nehmen? Brotkanten und nochmal Kautabak. Ich guck mal gerade nur ganz kurz hier vorne, ob die Pferde hier noch stehen. Tatsache, die stehen hier tatsächlich noch. Dann wollen wir uns die ganzen mal angucken, ne? Wir untersuchen das Pferde mal kurz. Das Pferde, die Pferde. Standard. Schabrackentiger. Richtig schlechtes Pferd. Und du? Untersuchen. Info anzeigen. Renntauglich. Englisches Vollblut. Apfelschimmel. Hallo? Schwester. Du kannst ein Pferd, mit dem du keine Verbundenheit aufgebaut hast, vorübergehend lagern, indem du es im Lager anbindest. Ja. Na gut. Okay, wir haben unsere Mission hier erfolgreich... naja, zu Ende gebracht, würde ich sagen. Und wir haben ein neues Pferd. Das bedeutet... naja gut, es war ja eigentlich keine richtige Mission, aber... guck mal hier. Was ich gerade sehe, ist... ein legendärer Büffel, oder was? Ein legendäres Bison war doch hier am Start. Vielleicht finden wir dafür noch eine Mission. Oder vielleicht haben wir dafür noch eine Mission. So, ohne weiteres sehe ich aber nichts. Okay. Dann gehen wir gleich wie folgt vor. Wenn wir bei uns im Lager sind, werde ich meinen kleinen Uwe anbinden. Oder... was wir auch machen könnten, aber ich glaube, das ist viel zu weit weg. Hier unten ist ein Stall und da oben ist ein Stall. Ich könnte zum Stall rennen und Uwe da drin einlagern und Tennessee Walker könnte ich verkaufen. Das mache ich jetzt. Dann lagere ich gleichzeitig nämlich noch... hallo, was ist hier los? Was war hier gerade? Dann lagere ich den einen ein, nehme den anderen mit, verkaufe den anderen, kriege noch ein bisschen Cash anstatt. Ey, Uwe, komm mit. Eins. Zwei. Drei. Yay, das waren drei Hindernisse, Bruder. Drei von drei Hindernissen. So, schön zum Stall. Reitkunst 2. Drei von drei verschiedenen Hindernissen innerhalb... reite innerhalb von 5 Minuten von Valentine nach Rhodes. Das können wir mit diesem renntauglichen Pferd definitiv mal probieren. Aber wir müssen es auch erstmal so machen, wie ich das jetzt eben hier gesagt habe. Nämlich, bleibt alles so, wie es ist. Sollen wir ihn mal gerade ein bisschen tätscheln? Kann ich ihn tätscheln überhaupt? Hä? Jetzt kann ich ihn tätscheln hier. Pferd. Habe ich das jetzt auf meinem Pferd oder kann ich ihm das geben? Digga, hau mal hier gerade raus, bitte. Hier, mach mal hier die Möhre klar. Verbundenheit erreicht, Stufe 1. Yay, yay. Das wird mein neues Pferd. Und noch irgendwie eine Zwiebel hinterher, oder was? Nee, eine Rode Biede, Alter. Ja, dann let's mal go, Alter. Let's mal go. Neues Pferd to the rescue.
Du hast Verbundenheit mit diesem Pferd aufgebaut und es wird ab jetzt auf deinen Pfeifen und deine Befehle hören. Sattel ist was? Stand da? Shit, den Rest habe ich jetzt nicht gesehen. Mist. Aber egal, wir gehen so vor, wie ich eben gesagt habe. Wir verkaufen gleich Tennessee Walker. Lagern Uwe ein, die kleine Schwuchtel. Und dann... Ja, müssen wir mal gucken. Ich habe ja noch ein bisschen Geld. Vielleicht können wir irgendwas für unser neues Pferd hier kaufen, dass wir uns ein bisschen customizen können. Wir müssen definitiv vorher unseren Sattel abnehmen, bevor wir das machen. Ach, guck, hier ist schon. Hier ist schon der Dude. So, wo kann ich das anbringen? Das Pferd. Moment mal gerade. So. Infoanzeigen, führen, streichen, fliehen, englisches Vollblut. Kann ich das noch nicht mit dem Sattel machen, oder was? Ich kann hier den Sattel abnehmen. Let's get this heavy thing off you, girl. Und dann... Kann ich den nicht da drauf machen? Hier aufsatteln, oder was? Das ist jetzt mein... Es ist nun dein Hauptpferd. Es erscheint, jawohl. Und das ist Uwe. Uwe. Muss ich jetzt erst mit Kollege Schnürschuh hier labern, oder was? Wegen Uwe? Wenn du deinen Sattel verlierst, kannst du ihn dann betreten. Alles klar. Guck mal, wie schön groß der ist, Alter. Der räudige Harald. Wir... Oh, der ist auch renntauglich. Ist natürlich krass. Wir stallen den Kollege. Wie Namen eingeben? Soll ich dem anderen jetzt einen Namen eingeben? Wir nennen ihn einfach Werner. Werner. Stall. Werner. Tennessee Walker. Und dann haben wir noch ihn hier. Ich muss Tennessee Walker gar nicht verkaufen. Aber mache ich trotzdem, weil man dafür nur 12 kriegt. So, jetzt haben wir hier unser englisches Vollblut. Aufrüsten. Pferdezubehör. Einen richtig geilen. Ich hatte doch hier diesen einen Sattel. Obwohl, ich glaube, eine Satteldecke? Nee, das ist noch nicht so wichtig. Schlafdecke? Nee. Satteltaschen. Verbesserte Satteltasche. Ja, die würde ja gerade passen. Weiß ich nicht. Was haben wir denn hier noch? Pflege. Mähne. Nee. Komm, das lasse ich so. Pferdezubehör, was haben wir hier noch? Satteltaschen, Hörner oder was? Was für Pferd? Ach ja. That's a nice addition on a saddle. Ja gut, egal. Komm, wir lassen das so. Wir lassen das Ding so. Wir nehmen Verkaufspreis $5.20. Komm, wir nehmen das englische Vollblut natürlich mit. Pferdezubehör. Nee, okay. Pferdevorräte. Drei von drei. Komm, wir kaufen hier mal einfach alles voll fürs Pferd. Sicher ist sicher. Das waren nur ein paar Dollar. So, und das ist jetzt unser neues Pferd. Unser neues Hauptpferd. Kann ich ihm eigentlich auch einen Namen geben? So, Freunde, wir sind auf jeden Fall wieder am Start hier an unserem Camp. Ich werde hier den Kollegen mal anbinden. Apfelschimmel. So, den können wir dann erstmal eine kleine Runde striegeln hier. Der ist ja jetzt neu, ne? Im Bunde. Wir striegeln ihn erstmal eine Runde, ne? Das ist dein Hauptpferd. Dann streicheln wir ihn nochmal. So, hier, guck mal, wie schön er das findet. Bisschen was Mampfen hier geben, ne? Yeah, he
So, alles klar. Dann würde ich sagen, können wir jetzt erstmal gucken, was er hier für einen gemütlichen jetzt hat. Wow, ist das nicht toll? Arthur. Warum blinkt das so links? Weiß ich nicht. Egal. So, jetzt sind wir hier an unserer Keule angelangt und hier würde ich jetzt das Spiel auch speichern. Nächstes Mal werden wir uns mit der Mission mit dem Brief befassen oder aber ich gucke mal offline beziehungsweise off-cam, was ich mit diesen anderen Protokollen da machen kann. Ich kann es euch kurz zeigen. Ich habe hier noch Herausforderungen. Einen Schatz gefunden. Ne? Aber das ist irgendwie was für später. 5-mal Poker spielen innerhalb von 5 Minuten von Valentine. Das kann ich jetzt machen mit dem Dings. 5 perfekte Hasenfälle. 3 perfekte Hasenfälle gesammelt. Und einen Gegner noch mit einem Messer töten. Das sowas, ne? Aber das kann man auch irgendwie nebenbei machen. Genauso wie das. Das ist ja alles eh nebenbei. Die ersten werden die letzten sein. Moment. Ja, das habe ich ja alles gemacht. Ne, okay, das so. Sind das die letzten Sachen, die da am Start sind. Alles klar. Freunde, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bewertet gerne den Part. Wir sehen uns nächstes Mal wieder und zwar morgen. Bis dann, tschüss.